ey. Pull the trigger, ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger, ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger, don't hesitate, just shoot. Yeah, why you believe in the propaganda? Why everybody sound like they wanna be from Atlanta? Are you the voice of the echo? Are you the nail of the hammer? I be talking while chewing my beats, I don't mind my manners. Courses that fit the opera, that's why I need phantoms. I got my doubt at gunpoint, that's why I need ransoms. And I be handsome, that's why I got your girl before the money. Honestly, I thought I'd have 30 M's before my 20s. But I'm cool with how it's happening. Ey yo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Pieces Channel. Ich bin's wieder, euer Relic, einer der drei Leader vom X-Pieces Clan, und was ihr gerade gesehen habt, war einer der schnellsten Nuklears in Deutschland. Es war natürlich nicht die schnellste, weil ich spiele kein Hardcore und das ist relativ halt nur Core, und da war es halt relativ schnellster. Und da es halt ohne Flammenwerfer war, ist das halt eine extra Kategorie, weil es war auch ohne Spawn Trap eigentlich an sich. Und ja, an sich habe ich Solo gespielt, also es war zwar eine 3-4-Mann-Party, aber wir sind eigentlich nicht auf Gameplay gegangen oder irgendwie Spawn Trap oder sowas, oder haben versucht, die Gegner irgendwie hart zu trappen, sondern wir haben das eigentlich nicht irgendwie aufgeteilt, sondern ich hatte dann nur die erste Streak übelst schnell gepackt, die ihr auch gerade davor gesehen habt. Also gerade seht übrigens die zweite Streak, also es war eine Double Nuclear. Ich habe die Triple leider gefailt, weil ich auf der zweiten Streak zu oft gestorben bin und das dann in der zweiten Hälfte gespielt habe, die zweite Nuklear. Und die war auch relativ schnell, die war übrigens, die zweite Nuklear war unter 100 Sekunden und die erste war 70 oder 80 Sekunden halt. Only Weapon, also 2-3 Kills mit dem Sturm gemacht oder so, aber das ist ja nicht so relevant, weil da habe ich eher noch Zeit verschwendet. Und ja, also noch ein paar kleine Infos, wir wollen demnächst einen kleinen Pieces Cup starten, also im Sommer gegen dann so, aber da wird euch der Artist nochmal ein bisschen genaueres mitteilen. Da wird demnächst noch ein kleines Ankündigungsvideo dazu rausboxen und ja, ich wollte eigentlich gar nicht viel schnacken. Und ich feiere das Gameplay nur, weil wir eigentlich gar nicht auch so Public spielen, sondern mehr Comp. Und ja, Jungs, wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.